Oh, was macht ihr da? Ne? Ja, ist gut. Ist gut, mit Schatz. Ja, der Luke hat sich gerade erschrocken. Es ist wirklich manchmal so, dass man das erzählen kann und manchmal war wirklich so, dass ich das gar nicht erzählen kann. Dass ich dann wirklich nur weine dabei. Wir haben es bei Weib noch nicht verarbeitet, auch wenn man das selber immer glaubt, aber Lukas 4,5 Jahre alt. Also ich könnte immer heulen, wenn ich darüber erzähle. Und dementsprechend glaube ich, also eine Verarbeitung hat da nicht stattgefunden. Wie auch. Haben wir ja auch gar keine Zeit für. Schön schluck. Vor 4,5 Jahren kam Luca schwerstbehindert zur Welt. Was bei seiner Geburt wirklich passiert ist, wissen seine Eltern Susanna und Erik nicht. Jetzt kitzelt der Papa mal ein bisschen. Doch seitdem ist nichts mehr, wie es war. Ihr Leben dreht sich um Luca. Seine Lungen setzen sich immer wieder mit Schleim zu. Dann kann er nur schwer atmen. Das ist ein Gerät, was die Verschleimung lockern soll in der Lunge. Und durch diese Armbewegung nach oben kann man der Lunge mehr Platz geben, dass sie sich mehr entfalten kann und dann er auch leichter atmen kann. Man merkt aber auch richtig, dass ihm das gut tut, ne? Ja. Und er genießt das auch, glaube ich. Luca ist sehr anfällig, hat häufig Fieber und Lungenentzündungen und bis zu 40 Krampfanfälle jeden Tag. Für das Paar ein Leben in ständiger Sorge um Luca. Tag und Nacht. Schlechte Nächte haben wir eigentlich, seitdem der Luca da ist. Aufgrund der Epilepsie hat man halt einfach Angst, dass man einen Krampf verpasst. Deswegen schläft der Luca auch bei uns noch im Schlafzimmer, weil wir nicht möchten, dass er alleine unten im Zimmer krampft und wir das nicht mitkriegen. Und richtig schlechte Nächte sind dann natürlich auch, wenn er so richtig verschleimt ist und wir nachts auch mit ihm inhalieren müssen, teilweise 2-3 Mal, weil er dann kaum atmen kann. Bis zu Lukas Geburt verlief alles normal. Erik und Susanna waren nicht vorbereitet auf ein schwerstbehindertes Kind. Die Ärzte geben Luca wenig Chancen. Schwer hirngeschädigt, blind und taub. Trotz der schlechten Prognose fördert das Paar Luca mit vielen Therapien. Sie wissen aber, er wird sie nie anlächeln, sie nie umarmen. Sie glauben trotzdem daran, dass er sich weiterentwickelt. Achtung. An. Oi, und sofort krampft er. Er reagiert so extrem auf Licht, ne? Ja. Ich denke einfach, dass er das wahrnimmt, auch dieses Hell und Dunkel wahrnimmt und dass er sich dann erschreckt. Oh. Ist gut, mein Schatz. Blau? Oh, ein anderes Licht. Jetzt hat er sich scheinbar dran gewöhnt. Das ist ein anderes Licht. Und jetzt kommt Weiß. Nicht angemacht. Ich hab noch nicht angemacht, mein Schatz. Der Luca kriegt einiges mit. Das ist einfach so. Es ist kein normales Kind, was weiß ich nicht, was rumspielt, was rumläuft und so, aber trotzdem ist er sehr sensibel und er kriegt schon sehr viel mit. Mach ich einmal. Mach die Füße hier gegen. So. Es ist halt, der Luca ist kein Kind, der sich in irgendeiner Art und Weise äußert. Das heißt, er kann mir nicht zeigen oder nicht sagen, wo er Schmerzen hat. Und das ist das große Problem natürlich. Gesunde Kinder können gehen mit den Händchen zu den Ohren, wenn sie Ohrenschmerzen haben oder sagen, ich habe Ohrenschmerzen. Und der Luca sagt da natürlich gar nichts. Und das ist immer ein Rätselraten. Ja, keine Angst. Geht doch ganz schnell. Luca fiebert wieder leicht. Erik hat gelernt, ihn selbst zu untersuchen. Lukas Kinderarzt hat ihm gezeigt, worauf er bei den Atemgeräuschen achten muss. Ja, mein Schatz, da müssen wir auch mal gucken. Hm? Hm? Mein Engel.
Luca kämpft, wie so oft, gegen eine sich anbahnende Lungenentzündung. In der Nacht müssen Susanna und Erik alle paar Stunden mit Luca inhalieren oder ihn entschleimen und ihn mehrmals im Bett umdrehen. Schläfst du dich gesund, ne, damit dein doofes Fieber morgen weg ist, okay? Ja? Dann schlaf schön, ja? Mama und Papa kommen auch gleich, okay? Susanna ist wieder schwanger. Die Entscheidung für ein zweites Kind war schwierig. Das Paar hat Angst davor, dass sich das Schicksal wiederholt. Denn nichts hatte auf das hingedeutet, was am Tage von Lukas Geburt passieren würde. Ich bin regelmäßig zu meinen Frauenarztterminen gegangen. Es war alles in Ordnung. Meine Schwiegermutter hat immer gesagt, weil ich so viel gelacht habe während der Schwangerschaft, das wird ein richtig fröhliches Kind, ne? Also mir ging es richtig gut bis zu dem Tag. An dem Tag spürte Susanna keine Kindsbewegungen mehr. Zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Sie ging zur Kontrolle ins Krankenhaus. Nach 7,5 Stunden holten die Ärzte Luca dann per Kaiserschnitt. Ach ja. Und dann lag Susi da, der Bauchraum wurde geöffnet und ich merkte dann auf einmal nur dieses wahnsinnige viele Fruchtwasser. Meine Füße waren auf einmal nass von Fruchtwasser. Und dann war auf einmal eine Stille in dem Raum. Also man kann schon sagen, eine richtige Todesstille. Luca wurde seinen Eltern sofort weggenommen. Im Nebenraum reanimierten ihn die Ärzte fast 2 Stunden lang. Susanna und Erik blieben ahnungslos und allein zurück, bis sie Luca endlich sehen durften. Das war, glaube ich, dann morgens um 2 Uhr und um 21.36 Uhr war der Kaiserschnitt. Also allein diese Zeitspanne finde ich schon sehr pervers. 2 Uhr durften wir dann unseren Sohn zum ersten Mal sehen. Das war natürlich ein ganz, ganz schlimmer Anblick, weil er ja wirklich überall mit Schläuchen war. Er war komplett mit Wasser eingelagert. Alles voller Wasser. Ich meine, ich habe ja vorher noch nie so ein Kind. Es war ein schrecklicher Anblick. In den ersten 3 Tagen versagten viele lebenswichtige Organe. Die Neurologen stellten bei Luca schwerste Hirnschäden fest. Aufgrund dieser Aussage haben wir dann besprochen, was das Beste für den Luca ist. Inwieweit ein Leben für ihn lebenswert ist. Immer uns zurückgenommen, also auch immer nur für den Luca gedacht. Die Aussage von den Ärzten war, wenn der Luca überlebt, wird es ein Kind, was den ganzen Tag an die Decke starrt und nichts vom Leben mitkriegt. Susanna und Erik entschieden sich nach 2 Wochen die Beatmung abzustellen. Ein Ethikkonsil aus Medizinern und Juristen musste ihrer Entscheidung zustimmen. Dann wurde auch so entschieden, dass man gesagt hat, ja, okay, wir schalten die Maschinen ab. Für uns war es klar, Luca verstirbt. Bei einer Nottaufe verabschiedete sich die ganze Familie von Luca und wartete dann in einem Nebenraum. Und als wir dann wieder reinkamen oder als wir wieder reingerufen wurden, hat Luca weitergeatmet, alleine weitergeatmet. Er wollte einfach leben. Jetzt gehen wir langsam hoch. Okay, Achtung. Ja, warte, Achtung. Oh, guck mal. Guck mal. Durch auf deinen Tisch. Was passiert, passiert. So, und das ist eben dieses Motto, wonach wir auch handeln. Eine Schwarzmalerei geht nicht. Dann würde man kaputt gehen in diesem Leben. Man muss auf die Tatsachen reagieren, aber auch dann, wenn sie da sind. Und das habe ich durch Susi gelernt. Bewusst wurde es mir eigentlich erst beim Luca. Also ich habe es auch erst, also ganz bewusst seit dem Luca, weil ich mir gesagt habe, naja gut, man wächst mit seinen Aufgaben. Es ist nun mal so, wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Und seitdem ist das so bei uns. Ist das schön? Da, guck mal. Ja, genau. Jetzt mach mal. Jetzt drück mal. Feste, guck mal. Dann kommt denn das Geräusch hier, hä? Jetzt du? Ach, guck mal. An das T-Shirt kann ich mich noch genau erinnern.
Aber siehst du das Dirty Dancing, so eine Tanzszene? Ja, kann sein. Wo ist das? Das weiß ich nicht. Oh, das ist jetzt wieder was anderes. Das ist doch irgendwas Spanisches, oder? Hm? Ja. Nee, das ist Rom, glaube ich, wo wir in Rom waren. Aber da bist jetzt du nicht mit. Nee. Du bist ja auch mit deinem... Können wir ja direkt aussortieren. Ja. Das Paar hat sich vor über 20 Jahren auf einer Skifreizeit kennengelernt. Susanna war 19, Erik 21. Da ist er wieder. Ihr Leben damals unkompliziert. Du warst schon ein heißer Feger. Also auf der Piste was. Na ja, ernsthaft. Da bist du. Ja, schön, wir zusammen im Bett. Wer hat denn das Bild gemacht? Ja, keiner von uns beiden, wir liegen ja da. Das war schon witzig, die Zeit. Da haben wir beide gerade die Ausbildung angefangen. Wir wohnten beide zu Hause und... Freier geht's ja nicht. Ja, eben. Freier. Als Rückschau gesehen. Genau. Heutzutage, ich denke, wenn man so junge Leute fragt, die haben auch ihre Probleme, aber im Nachgang gesehen, also total frei. Ja? Also man konnte machen, was man wollte. War ja schön. Man musste sich auch um nichts Sorgen machen. Susanna ist Bürokauffrau. Seit Lukas Geburt arbeitet sie nicht mehr. Erik ist Oberbrandmeister und leitender Rettungsassistent bei der Feuerwehr Düsseldorf. Jetzt nach den ganzen Jahren bedeutet die Feuerwehr eigentlich einen großen Teil meines Lebens, weil sie einfach mir auch Rückhalt gegeben hat in den schwersten Zeiten und auch die Zusammengehörigkeit mir immer noch sehr viel gibt. Ohne Feuerwehr, die meine zweite Familie geworden ist, wäre das nicht so durchzustehen, wie es durchzustehen war. Ich regiere das hier alles. Ja, so. Ja, du hältst das richtig. Ja. Du hältst das auch richtig. Okay. Jawohl. Ja, du hältst das auch richtig. Alles klar. Ich hab was. Läuft. Eriks Kollegen wussten, wie sehr sich das Paar ein Kind gewünscht hat. Doch mit Lukas Geburt fühlten auch sie sich damals vollkommen überfordert. Wir haben in den Einsätzen mit Hinterbliebenen zu tun. Mit kranken Leuten, da haben wir immer Rat, ja, und auch Tat. Und gegenüber dem Erik waren wir so absolut ratlos. Also wir haben einen ganzen Tag die Köpfe zusammengesteckt. Soll man was schenken? Was sollen wir schenken? Sollen wir eine Glückwunschkarte schreiben? Lasst man das nach? Das Kind ist ja geboren, ist es schwer krank? Wir fanden es ganz schrecklich. Ich habe da zum ersten Mal auf dieser Feuerwache erwachsene Männer, Feuerwehrbeamte auf dem Hof weinen sehen. Nach der Geburt war der Erik erstmal ein gebrochener Mann. Erik war vor der Geburt immer für einen Blödsinn gut, ja. Kollegen nass machen, mit einem Eimer Wasser auf den Hof kippen oder Kollegen reinlegen. Und das kommt, die Lebenslust, die kommt mehr und mehr zurück. Herr Häusler, Tim Häusler. Der Erik, der weiß, dass er sich auf uns verlassen kann, erstmal. Wenn irgendein Dienst zu übernehmen ist, wir springen ein mit Dienstübernahme. Hier, wenn der Luca wieder krank ist, der Erik muss nach Hause, dann übernehmen wir die Positionen von ihm. Sollen wir gucken, ob der Schleim kommt? Ja, komm mal her. Sieht natürlich jetzt ein bisschen martialisch aus, aber das ist eigentlich für ihn die angenehmste Art, diesen Schleim dann loszuwerden, durch die Mechanik einfach, ne? Kopf über, da will der Schleim halt raus, er will, ist alles sehr viel angenehmer, als wenn man ihn absaugen müsste, was die Alternative dazu wäre. Gib mir mal den Schleim. Zeit zu zweit für sich als Paar haben die beiden kaum. Ihre Beziehung könnte in so einer Situation leicht zerbrechen. Eltern, klar, durch und durch. Ehepaar auch, gar keine Frage. Liebespaar fällt natürlich irgendwann hinten runter, das muss man sagen. Sachen wie Erotik oder wie alle anderen Sachen, die dazugehören, die bleiben einfach auf der Strecke. Weil da ist man wirklich zu ausgepowert, dass es da immer wieder schwieriger ist, irgendwelche Momente für sich zu finden. Das belastet auch eine Beziehung, aber auch da muss man dann die Wege finden und auch das Verständnis irgendwo wieder finden. Es ist schwer, manchmal auch mit Sicherheit gegenseitige Kritik an diesem Punkt, aber es ist so. Und dass man dann auch ganz offen sagt, hör mal, das und das fehlt mir, das vermisse ich einfach. Ne? Denk da mal drüber nach, ob das nicht bei dir auch so ist. Bei mir ist jetzt hier ein Punkt erreicht, da will ich nicht mehr, da kann ich nicht mehr. Das fordere ich dann auch manchmal ein. Und ich glaube, dadurch funktioniert es dann auch.
Ja, also ich glaube, ich sage mal, die Probleme hat ja jedes Elternpaar. Das sind ja nicht nur wir, die die haben. Bei uns ist es halt ein bisschen extremer, weil der Luca einfach mehr Aufmerksamkeit braucht. Aber ansonsten hat es ja jedes Elternpaar. Ne? Oh, lecker. Eriks Eltern passen manchmal auf Luca auf. Nach der Geburt hatten sie Angst um das Paar. Würde ihre Beziehung so einen Schicksalsschlag überstehen? Beide haben Verantwortung übernommen. Beide haben mit Luca gesehen, dass das Leben auch andere Richtungen einschlagen kann und haben dieses Leben so angenommen und für sich akzeptiert. Das bewundere ich. Die Toleranz, die Ruhe, miteinander umzugehen, trotz ihrer Widrigkeiten, die sie zu bestehen haben, das bewundere ich bei denen. Ich kenne andere Pärchen in dem Alter, die viel größere Stresssituationen ohne Grund haben. Na, hier sieht man nochmal, das ist nochmal der Hodensack und der Penis, dass es hier ein Junge wird. Dann kann man hier auch nochmal schön das Köpfchen sehen, die Nase. Da ist einmal die Nase, ist hier. Na, hier ist die Stirn vom Baby. Na, da ist einmal der Mund. Na, der Mund ist gerade aufgegangen. Das sieht man immer im bewegten Bild immer am besten. Ach, wie süß. Freundlicher. Ja. So, also ich habe jetzt ein Gewicht von 2496, also knapp 2,5. Mhm. Das ist schon kräftig. Das würde zu einem Kind passen, was halt einen Zucker hätte, aber den haben wir ja ausgeschlossen. Also nichts Krankhaftes, nichts, wo sie sich Sorgen machen müssen. Und sonst würde man das irgendwo sehen, oder? Ja, genau, sonst würde es auch gar nicht so gut zusammenpassen. Also wenn ein Kind insgesamt kräftig ist, dann passt das alles. Das ist alles gut. Es ist ja auch schön, ein kräftiges Kind zu haben. Susannas zweite Schwangerschaft. Eriks Eltern freuen sich darüber. Allerdings sind sie nach Lukas Geburt nicht mehr so unbefangen. Ich habe lange Zeit gebraucht, um das zu verstehen und um das auch vor allen Dingen zu akzeptieren. Weil ich gedacht habe, wie kann man sich das jetzt antun in dieser Situation? Wir haben uns vielleicht auch mal eine Zeit lang vorgestellt, wenn jetzt noch mal so ein behindertes Kind käme, das kann ja kein Mensch mehr aushalten. Würden Sie aus Ihrer Sicht zum geplanten Kaiserschnitt uns jetzt raten oder würden Sie sagen, wir versuchen es erstmal? Man möchte natürlich gerne eine normale Geburt, das wünscht sich jede Frau, weil das halt auch das Natürlichste ist und auch das Schönste ist und auch das schönste Geburtserlebnis hat. Auf der anderen Seite ist halt einfach die Erfahrung, die Sie mit Ihrem Sohn gemacht haben, dass jeder, wenn Sie das möchten, bei Ihnen auch einen Kaiserschnitt machen würde. Ne? Einfach weil ja die Angst, je näher man an den Termin kommt, wird immer größer. Mhm. Ne? In dieser Situation den Mut aufzubringen, nochmal zu sagen, ich möchte ein zweites Kind, ich möchte ein gesundes Kind, wo ich finde, sie auch den Anspruch darauf hat und das Recht, auch diesen Wunsch zu haben und auch zu leben, finde ich wirklich sehr erstaunlich und finde ich sehr bemerkenswert. Also aus dieser Situation nochmal zu sagen, ich versuche es nochmal, ich gehe dieses Risiko ein und das schafft sie wirklich nur, denke ich, mit ihrem Mann zusammen und nicht alleine. Er hat ein bisschen eine breite Nase, ne? Ich hoffe ja nicht, dass er deine Nase kriegt. Aber süß, ne? Ja. Und weh, der sieht nicht so aus. Was dann? Die Angst ist riesengroß, dass noch mal was passiert. Aber trotzdem überwiegt da einfach dieser Wunsch, ein gesundes Kind zu haben. Die Normalität wollten wir auch einfach mal erleben. Ein Kind, was mich anlächelt. Erik im Einsatz. Ein Kranwagen ist umgekippt. Die Lage ist schnell unter Kontrolle. Routine für die Feuerwehrleute. Zu Hause ist die Situation dagegen angespannt. Und Mick, die Susi, alles klar? Problem schon. Nee. So nicht. Bisschen Angst? Ja, kann man ängstlich so sagen. Ja. Das kann ich verstehen. Ist halt nicht mehr unbedarft. Ja, wir müssen jetzt gucken, inwieweit Hochwassermenge zum Kind passt und. Mhm. Naja, toi, toi, toi. Morgen wird wissen wir mehr. Die Sorgen sind begründet. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass Susanna zu viel Fruchtwasser hat. Wie bei der Schwangerschaft mit Luca. Beim Luca war das ganze Problem ja damals in der 37. plus 4.
Da hat sich innerhalb dieser 2 Wochen hat sich die Fruchtwassermenge so vermehrt, oder dass da noch ein zweites Kind nebenpasste. Und bei diesem Termin habe ich dann nur erwähnt, dem Arzt gegenüber, dass es beim Luca ja so war, dass da ein zweites Kind nebenpasste. Und dann sagte er, ja, ist jetzt auch so. So, und das war natürlich für uns erstmal so ein Schock, weil da fühlten wir uns erstmal wieder zurückgesetzt wie vor 4 Jahren. Wir wussten es zwar beim Luca nicht vor 4 Jahren, weil da haben wir es ja erst am Tag der Geburt gesagt gekriegt, aber da kommt natürlich die Angst hoch. Susanna ist gerade bei einer Kontrolluntersuchung. Alle 3 Tage muss sie jetzt ein CTG machen. Die Herztöne des Babys werden untersucht. Ich warte jetzt quasi minütlich auf den Anruf und natürlich in der Hoffnung, dass auch dieses CTG in Ordnung ist. Trotzdem sind wir uns bewusst, dass die Lage ernst werden kann, was wir nicht hoffen. Die Bewunderung für Susi in diesen Momenten ist einfach, dass sie wahnsinnige Ruhe hat. Mit dieser Ruhe dann auch die Kraft, das so zu leben, diesen Moment, und zu sagen, mal langsam, jetzt gucken wir erstmal, was wirklich ist. Also mir gibt es wahnsinnig viel Kraft, weil man sich auch nicht auf die Hilfe des anderen konzentrieren muss, den noch zu halten, sondern ich weiß, dass sie so stark ist, dass sie sich zum Teil selber halten kann, weil auch ich ja daneben bin. Ohne ihn würde ich das ja alles gar nicht schaffen. Ich weiß, dass wenn irgendwas ist, er sofort bei mir ist. Ich war bisher eigentlich so ruhig, ne? Ja. Und habe überhaupt keine Angst gehabt. Und jetzt kommt auf einmal, dass er sagt, dass ich so viel Fruchtwasser habe. Das Schlimme ist, dass man da so außen vor steht. Ne? Also, man ist auch jetzt nicht mein Körper, aber trotzdem. Man steht außen vor und kann überhaupt nicht helfen oder nichts machen. Das ist schon echt. Ich hoffe nur, dass alles gut geht. Ja. Alles andere wäre Worst Case, oder? Ja. Sag mal, darf nicht passieren, soll nicht passieren, aber trotzdem, jetzt müssen wir da durch. Eine Operation von Luca kommt dazwischen und lässt dem Paar keine Zeit für Grübeleien. Kein Notfall, der Eingriff ist schon lange geplant. Für solche OPs stellt die Feuerwehr Erik frei. Luca war schon 13 Mal im Krankenhaus. Trotzdem ist das keine Routine für die Eltern, sondern es sind Tage voller Angst. Richtig beruhigt ist man erst, wenn er wirklich wieder bei einem ist und wenn er dann wirklich die Augen aufmacht, ne? Dass man weiß auch, es geht ihm gut. Also es ist schon ein doofes Gefühl, ihn unten abgeben zu müssen und nicht dabei sein zu können. Luca galt nach seiner Geburt zunächst als taub. Messungen ergaben aber, dass er doch ein bisschen hören kann. Er bekommt heute kleine Röhrchen eingesetzt. Damit kann er auch Hörgeräte tragen. So wird er ein wenig mehr am Leben teilnehmen. Das, was vielleicht einem vorher wichtig war, das ist einem heute egal. Ne? Und es sind einfach andere Prioritäten. Und man lernt einfach, aufgrund von Luca, hat man einfach das Leben anders gelernt, sagen wir es mal so. Man hat das Leben wirklich so gesehen, jetzt nicht angeberisch, so mein Haus, mein Auto, mein Pferd, wie in der Werbung, aber man hat schon versucht, mit seiner Arbeit seine Freizeit zu gestalten. Arbeit, Freizeit, und das musste man irgendwie gestalten. Es war mehr materialistisch, sagen wir genau. So. Und das ist heute halt nicht mehr so. Dieses Materialistische ist eigentlich Nebensache. Lukas Hörvermögen wird noch einmal gemessen. Soll ich links schon was anklicken? Ja, links gehen wir mal auf 50. Ja. Und 40. Ja. Sie wissen schon, wegen der Detektion, wegen dem MSA. MSA bestimmt. Ja. Können wir da jetzt ist mittlerweile sauber. Die OP ist gut verlaufen, doch Luca darf noch nicht zurück ins Zimmer. Die Ärzte haben bei ihm den gefährlichen Krankenhauskeim MRSA festgestellt. Wieder läuft es nicht normal für das Paar. Der erste Gedanke, wo die Stationsärztin kam, mit dem MRSA-Keim, da habe ich auch gedacht, also irgendwie will er alles haben. Da ist mir schon das Herz wieder in die Hose gerutscht. Der zweite Gedanke war dann natürlich, ne, ist es irgendwie aufs Baby jetzt übertragbar, weil nochmal irgendetwas zu, können wir nicht gebrauchen, ne, dass da irgendwas passieren kann aufgrund von irgendeinem Virus oder einem Keim oder sonstiges. Ne. Das war jetzt natürlich dann auch erstmal mein größter Schock dann. Mhm.
Die Ärztin sagte dann, sie hätte direkt mit der Gynäkologin telefoniert, also es wäre wohl kein Problem. Ist nicht auf das Kind übertragbar, genau. Im Mutterleib, super. Das ist schön, vielleicht kommen wir hier in den gering- bis mittelgradigen Bereich. Im Tieftonbereich hört er was besser als im Hochtonbereich. Ich habe eine schöne Nachricht für Sie. Ich habe jetzt noch mal weitermessen lassen. Aha. Ich sehe nämlich an meinem Computer jetzt in der Feinauswertung doch noch mehr. Und da kommen wir wahrscheinlich mit dem Hören doch noch in den besseren Bereich rein. Ach, schön. So, da haben wir ihn wieder. Luca kann auf beiden Ohren im mittleren Bereich hören. Ein deutlicher Fortschritt. Und die zweite gute Nachricht? Luca darf, wenn er wieder wach ist, nach Hause. Trotz MRSA-Keim. Den können seine Eltern mit einem Antibiotikum selbst behandeln. 10 Tage später hat Luca den Keim besiegt. Kurze Verschnaufpause für das Paar. Schon in 4 Wochen soll Baby Raphael kommen. Raphael? Erste Sonnenstrahlen. Ja. Aber da kannst du echt froh sein, dass es jetzt noch nicht so warm war wie letztes Jahr. Gott sei Dank. Letztes Jahr hatten wir 30 Grad. Ich weiß. Im April und im Mai. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Weil das wäre jetzt, wenn ich mir dann noch überlege, ich hätte bis Mitte Juni tragen müssen. Und dann noch in dieser brüllenden Hitze. Ja. Aber du hättest auch Mann werden können. Ich wollte aber ein Sommerkind haben. Ja, guckst du mal? Ja. Eine Woche später. Die Fruchtwassermenge ist weiter gestiegen. Die Ärzte entscheiden deshalb, Raphael schon in der 37. Woche 3 Wochen früher zu holen, per Kaiserschnitt. Das Karussell im Kopf dreht sich einfach. Man versetzt sich wieder in diese Gefühlswelt von damals bei diesem Worst Case und hat einfach da wieder die Angst vor. Also dann ein gesundes Kind in den Armen zu halten, ist unbeschreiblich schön. Ich habe die ganze Zeit auf diesen Schrei gewartet. Und deswegen, und als der kam, war Erleichterung pur. Die Erfahrung haben wir ja auch so noch nie gehabt. Also ist ja jetzt, obwohl wir einen 4-jährigen Sohn haben, aber alles ist ja jetzt quasi neu für uns. Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. Sehr gern geschehen. Herzlichen Dankeschön. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Raphael. Raphael ist gesund. Doch was während der Geburt wirklich passiert ist, verrät die Ärztin erst jetzt. Mutter und Kind schwebten in Lebensgefahr. Die vordere Gebärmutterwand war schon auseinandergewichen. Wir sahen auf ein Loch in der Wand. Und das war uns vorher nicht bekannt. Das haben wir vorher nicht gesehen. Und da sah man direkt auf die Fruchtblase und das hätte ganz dramatisch enden können für Mutter und Kind, wenn es zu spontaner Wehentätigkeit gekommen wäre und das Kind sich schon vorher auf den Weg gemacht hätte. Dann wäre die Gebärmutter wahrscheinlich weiter zerrissen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar. Und das Kind wäre, wenn das jetzt nicht sofort bemerkt worden wäre, verstorben. Vielleicht sogar auch die Mutter verblutet. Das ist eine der katastrophalsten Situationen, die man in der Geburtshilfe erleben kann. Es war ein schrecklicher Moment in dem Moment, weil man sich ausmalt, was hätte passieren können. Aber in dem Moment habe ich auch nur gedacht, vergiss es, das Kind ist gesund, es ist nichts passiert und es ist ganz weit wegschieben. Und so ist es auch heute. Klar, medizinisch gesehen dürfen wir keine Kinder mehr bekommen. Wir wollten eh keine mehr. Wir haben jetzt unsere 2 Söhne. Aber war schon heftig. 3 Wochen später.
Der neue Alltag für das Paar mit zwei Kindern. Erik hat Urlaub und kann Susanna in der noch ungewohnten Situation unterstützen. So anstrengend, mein Schatz. Mal ein bisschen Pause machen und mal gucken, ob du bäuern musst. Hm? Der Luca ist wirklich ein Kind, was man hier auf den Wickeltisch legt und den wickelt man mal eben und mit ihm kämpft man, weil er ist ja nun mal wirklich sehr aktiv. Für uns ist das alles neu, weil wir kennen das vom Luca alles nicht. Dass es sich bewegt, ne? Dass es, ja, dass es so auch sein alles äußert, was es da Hunger hat, dass er Durst hat, das kennen wir halt vom Luca nicht. Wir freuen uns einfach auf das, was kommt und auf diese ganzen neuen Erfahrungen, die wir jetzt miterleben dürfen, die wir halt vorher nicht erlebt haben. Guck mal, Luca, da ist der Raphael. Guck mal. Das machen wir zum Beispiel auch jeden Tag einmal, dass wir die mal zusammenlegen, damit der Luca einfach merkt, dass der Raphael da ist. Susanna geht mit Luca zum ersten Mal seit langem wieder zur Reittherapie. Raphaels Geburt und Lukas OP lagen dazwischen. Komm her. Ach, hast Glück, schönes Wetter heute. Physiotherapeutin Ulrike Winnacker hat sehr viel Erfahrung mit Kindern wie Luca. Auf dem Pferd spürt er eine Fortbewegung, die er sonst nicht kennt. Weil er so lange mit der Reittherapie ausgesetzt hat, ist er heute wieder sehr ängstlich. Guck mal, deine Beine, die sind so super. Machst du doch hervorragend. Er ist jetzt sehr lange nicht mehr hier gewesen und ist heute wieder das erste Mal nach sehr langer Zeit. Da muss er sich erstmal wieder dran gewöhnen und er liegt auch nicht gerne auf dem Bauch. Das ist anstrengend für ihn. Aber wir machen immer Bauchlage, weil das so dem Krabbelmuster entspricht. Und das letztlich überträgt sich das auf das Kind oder soll im Grunde übernommen werden, auch vom motorischen Zentrum. Ja, ist natürlich nicht schön zu hören, aber man denkt natürlich auch, man will ja auch nur das Beste fürs Kind und da muss man manchmal auch einfach mal durch als Mutter. Wenn man sich hier mit Eltern unterhält, die das wirklich über Jahre hinweg machen, die berichten da schon, dass sie richtig tolle Erfolge dadurch haben. Siehste, geht doch schon, Luca. Siehste. Das ist schlimm, Luca. Ja, siehste, gehst du zur Mama. Guck mal, wir haben den. Ja, alles gut. Wie habt ihr euch damals eigentlich überzeugt, die Maschinen abzustellen, das ist das Richtige? Habt ihr euch da gegenseitig beeinflusst? Wir haben darüber gesprochen. Ne? Wir haben darüber gesprochen, ist das Leben lebenswert, ne? Wenn ein Kind den ganzen Tag nur im Bett liegt und waren beide der Meinung, dass es nicht lebenswert ist. Und deswegen haben wir dann beide die Entscheidung getroffen, dass wir dann die Maschinen abstellen. Hätte auch nur einer von uns einen Zweifel daran gehabt, diese Entscheidung überhaupt herbeizuführen, hätten wir es nicht gemacht. Also entweder das geht zusammen als Einheit oder gar nicht. Hallo. Erst jetzt beschließt das Paar, die Vorgänge damals im Krankenhaus mit einem Anwalt für Medizinrecht aufzuarbeiten und gegen das Krankenhaus zu klagen. Lange hat das Paar Lukas Schwerstbehinderung nicht weiter hinterfragt. Für uns war es in diesem Moment Schicksal und keine Schuldfrage. Und die kam erst irgendwann mal später durch Gespräche mit Personen in den Kreisen, in denen man dann verkehrt mit Behinderten. Und die haben dann gesagt, hör mal, lief denn auch alles richtig und, oder lass das mal überprüfen. Heute sind wir nicht mehr der Meinung, dass das Krankenhaus keinerlei Schuld trifft, sondern heute sind wir der Meinung, dass das Krankenhaus fast die ganze Schuld trifft. Der Rechtsanwalt ist beruflich im Ausland und per Skype zugeschaltet. Ihm geht es um die Frage, ob die Ärzte die Situation damals richtig eingeschätzt haben. Und warum es 7,5 Stunden bis zum Kaiserschnitt dauerte. Ist der Oberarzt aus Ihrer Sicht
alarmiert reingekommen? Hatten Sie den? Nein. Nein. Der gar ist nicht. Ganz ruhig. Also eher nach dem, mit dem Eindruck, dass er erstmal die Tasse Kaffee zu Ende getrunken hat und dann gekommen ist. Ja. Also vom Eindruck her. Können Sie sich noch erinnern, was der gesagt hat? Also ich weiß wohl noch, dass er irgendwie gesagt hatte während der Untersuchung, dass er den Magen nicht finden konnte. Mhm. Wobei wir gesagt haben, das kann nicht sein, weil wir ja bei diesem Organscreening waren und da war der Magen ja darstellbar. Und was er noch gemacht hat, ist, er hat uns ein 3D-Foto ausgedruckt. Und hat dann da drauf geschrieben, hallo ihr zwei. Also er hat uns in keinster Hinsicht irgendwie vermittelt, dass es irgendwie problematisch war. Ja, man kann bei dem Bild dazu kommen, dass der Ihnen den positiven Eindruck vermittelt hat, alles ist gut, keine Sorge, es läuft wie normal. Das Krankenhaus, das Sana-Klinikum in Remscheid, gibt kein Interview vor der Kamera. Schriftlich weist es alle Vorwürfe zurück und teilt mit, dass es schon bei der Ultraschalluntersuchung am Tag der Geburt zahlreiche Auffälligkeiten gab. Diese deuteten auf eine mögliche schwere Behinderung Lukas hin oder sogar auf eine Totgeburt. Das habe man dem Paar auch gesagt. Zitat: Die auffälligen Untersuchungsbefunde wurden den Eltern noch während der Untersuchung ausführlich erklärt. Dabei wurde die sehr schlechte Prognose dem Umstand entsprechend schonend dargelegt. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass es schnell ging danach oder war das schleppend? Oder hatten Sie das wie würden Sie die zeitliche Einschätzung vornehmen? Also eigentlich als normal geplanten Eingriff dann irgendwann. Genau. Ohne jegliche Hektik, ohne jegliche Eile. Genau, weil der Anästhesist kam ja dann noch, hat er dann noch ein Gespräch mit uns kurz geführt und dann wurde ich langsam angezogen und ganz normal, also langsam in den OP reingeschoben. Also das war überhaupt keine Hektik. Ihnen wurde der Eindruck vermittelt, alles läuft völlig normal. Es gibt auch keinen Grund, schnell oder hektisch voranzugehen oder Zeit zu sparen. Genau. Ja. Das Krankenhaus schreibt, selbst wenn Luca sofort geholt worden wäre, hätte das nichts geändert. Zitat: Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass die eindeutigen Befunde durch den zeitlichen Ablauf der Untersuchungen bis zur Entbindung in keiner Weise beeinflusst worden sind. Die schlechte Prognose hat sich mit der Geburt leider bestätigt. Unsere Erwartung ist, dass wir den Prozess gewinnen, weil der Junge einen Anspruch hat. Und der Anspruch sich ergibt aus den Fehlbehandlungen. Man nennt das fahrlässiges Verschulden und es ist ein zusätzliches Organisationsverschulden gegeben. Wir sehen daraus natürlich auch die Möglichkeit und die Notwendigkeit, das Leben für Luca finanziell abzusichern. Der Prozess wird vermutlich Jahre dauern. Ausflug der Familie in Lukas zukünftigen Kindergarten in Wuppertal. Die heilpädagogische Einrichtung ist auf Kinder wie Luca spezialisiert. Eine Entlastung für das Paar, wenn er demnächst hier mehrere Stunden am Tag betreut wird. Ein Reha-Fachberater und der Krankengymnast des Kindergartens passen Luca einen neuen Stuhl an. Ja, die ist höher. Ja. Stimmt. Ah, genau. Ja. Nachher zu verstellen, ist ja kein genau, Problem. Da müssen wir gucken, dass er sich nichts abklemmt, damit das nicht passiert, was der Vater gerade genau, das können wir auch nachher noch alles verstellen, wenn es bezogen ist. So. Wir müssen nur ausprobieren, ob das mit dem Arm wie so ein Thron ist. So sitzt du gut, ne? Guck mal, was dein Bruder da macht. Mhm. Der kriegt einen neuen Stuhl, ne? Mhm. Ich dachte, du kommst bald hin. Susanna ist mit den Kindern alleine. Sie kommt aus dem Wickeln und Füttern nicht heraus. Auch Luca braucht Susannas volle Aufmerksamkeit. Seit ein paar Tagen hat er wieder häufiger Krämpfe. Warte. In solchen Momenten, wo natürlich beide Hunger haben oder ich meine, der Luca möchte ja auch seine Ruhe beim Essen haben. Und wenn er dann auf einmal anfängt zu schreien, ich kann ihm ja nicht sagen, jetzt sei mal ruhig. Versteht er ja noch nicht. Und deswegen, dann wird es natürlich stressig. Ja, keine Panik. Das Ehepaar kommt nicht zur Ruhe. Raphael hat Fieber und musste in die Kinderklinik. Verdacht auf eine bakterielle Infektion.
für ein erst 5 Wochen altes Baby eine gefährliche Erkrankung. Die Klinikärzte behandeln Raphael mit Antibiotika wie bei einer Blutvergiftung. Damit soll sich die Entzündung nicht weiter ausbreiten. Der Kleine hat vorhin noch mal einen Zugang gekriegt, weil der andere kaputt gegangen ist. Ja, und nicht nur einen, sondern mehrere. Weil die irgendwie, ja, weil der so dünne Venen hat und das irgendwie nicht geklappt hat. Nee, am Köpfchen haben sie es auch versucht, aber das hat auch nicht funktioniert. Ja, und jetzt hat er es in der Armbeuge. Körperlich reagiert man. Also das kann man eigentlich nicht anders sagen. Da geht man auf so einen Modus, dass man eben die Funktion beibehält. Und seelisch ist es natürlich ganz schlecht. Es entspricht mal wieder nicht der Normalität. Und das ist einfach das Traurige dabei. Haben die Augen auf, ne? Was haben die mit dir gemacht? Ein Nadelkissen? Haben die dich gepiekst? Ja. Kleiner Mann, so jung und dann machst du schon wieder so Sachen. Das Ergebnis der nächsten Blutuntersuchung steht noch aus. Die Ärzte vermuten bei Raphael jetzt eine Mittelohrentzündung. Das ist bei Babys sehr selten und schwer zu behandeln. Was uns auch so stark macht, wir sind mittlerweile 22 Jahre zusammen. Das ist natürlich auch eine Zeit, wo man viel miteinander, ja, oder viel aneinander, ja, wie sagt man das? Wir verstehen einfach auch, ohne dass man Worte dazu benutzen, genau, muss. Also wir fühlen auch das, was der andere braucht. Wir müssen es nicht aussprechen. Dafür kennen wir uns jetzt mittlerweile einfach zu gut. Ja, also wir ziehen einfach die Stärke aus dem anderen. Guten Tag. Hallo. Familientreffen. Raphael hatte wirklich eine Mittelohrentzündung. Und die hat er gut überstanden. Hallo, Schatz. Hallo, Tachin. Hallo. Hallo, mein Schatz. Schatz, bist du mit der Omi? Was guckst du denn? Aber der ist ja riesig geworden. Der ist gut dabei. Ja. Was kriegst du zu essen zu Hause? Was kriegst du zu essen? Hallo, Puppe. Hallo, Ecke. Alles gut? Ja. Ist anders geworden. Die ganze Sache ist lockerer, sag ich. Ja, lockerer, nicht mehr so verkrampft. Ja. Wobei der Luca keinesfalls, jetzt sagen wir mal, an die zweite Stelle gerückt wäre. Das kann ich so nicht sagen. Der Luca hat seine Zeit, der Raphael hat seine Zeit. Und von daher ist das jetzt alles, sagen wir mal, ein bisschen entspannter. Dann kommt der Opa, macht wieder Musik, ne? Ja, pass auf. Ja. Komm, wir geben einen Euro, dann haut er ab. Ja? Sollen wir das machen? Ja. Um sich das Leben leichter zu machen, wollen sie jetzt ein neues Haus bauen. Behindertengerecht. Für Luca. Alles gut. Was geht da frei? Ja. Grüß dich. Eine neue Kraftanstrengung für die Familie. Mit ungeahnten Schwierigkeiten.